select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Balik, von den Punkten her ging es natürlich um die goldene Ananas, wie man so schön sagt im Fußball. Trotzdem war es, denke ich mal, ein sehr besonderer Tag für euch. Ja klar, also punktemäßig ging es um nicht mehr viel. Aber es war insofern ein wichtiger Tag oder ein besonderer Tag, weil wir natürlich die Mannschaft in der Form nie wieder zusammenkommen werden. Ja? Deswegen war es ein besonderer Tag für ganz viele hier im Verein. Wird es hier beim KSC einfach nicht mehr weitergehen. Und deswegen ist es umso schöner, dass wir diesen Tag dann auch sportlich erfolgreich gestalten konnten. Also ich wäre auch so stolz gewesen, oder wir wären auch so stolz gewesen auf die Jungs, weil sie einfach einen super, super Job gemacht haben. Die ganze Saison, vor allem auch in der Rückrunde, als klar war, dass die Mannschaft nicht mehr geben wird. Aber so ein Sieg macht es einfach noch schöner. Wie geht es für dich persönlich weiter nächste Saison? Oh, das steht noch in den Sternen. Also es laufen gerade Gespräche. Ich bin mir sicher, dass ich mich so in den nächsten Tagen entscheiden werde, aber es ist noch nicht spruchreif. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja, die KSC-Amateure gibt es ja schon seit den 50er Jahren. Da sind dann jetzt, das genaue Jahr, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich jetzt nicht. Aber Anfang der 60er haben sie von sich reden lassen zum ersten Mal. Und jetzt 2018, dann haben wir jetzt also knapp 60 Jahre. Ja, was sagst du zu dieser Geschichte und dass sie jetzt endet? Ja gut, dass der KSC mit seinen Amateuren, dass es ein Traditionsverein ist und dass die schon länger gibt, das ist, glaube ich, vielen hier im Umfeld bekannt und auch bewusst. Ich persönlich finde es natürlich schade, nicht nur schade für die Jungs, sondern generell auch für den kompletten Verein. Aber es ist eine Entscheidung, die getroffen werden musste, die wahrscheinlich auch alternativlos war. Von daher muss man die jetzt einfach so schlucken und muss in die Zukunft schauen. Was in der Vergangenheit war, ist jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so relevant. Ja, es geht darum, den Verein jetzt mal neu aufzustellen. Also was heißt denn neu aufzustellen? Wieder erfolgreich in die Region zu führen, die der Verein verdient hat. Ja, und haben die Verantwortlichen also die Entscheidung getroffen und die müssen jetzt alle im Verein so tragen. Ja, was möchtest du zum Abschied noch mal sagen auf diesem Wege, dem Verein und der Mannschaft vielleicht und vor allem den Fans? Ja, ich bin jetzt 6 Jahre da. Das ist meine 6. Saison. Ich möchte dem Verein meinen ganz herzlichen Dank ausdrücken dafür, was ich hier erleben durfte. Mit der Jugend, mit vielen Jugendmannschaften, mit der U23, als Co-Trainer, als Cheftrainer. Ich habe ganz viel erleben dürfen, ganz viele positive Erlebnisse trage ich mit in meinem Herzen. Ich wünsche dem Verein alles Gute, ich wünsche der Mannschaft jetzt, den einzelnen Spielern alles Gute, wie schon vorhin gesagt, und hoffe, dass der Verein so in den nächsten Jahren sich wirtschaftlich wieder nach vorne entwickelt. Genau, das ist so mein Wunsch. Balek, vielen Dank für das Interview. Viel Erfolg und alles Gute auf deinem weiteren Weg. Oh, vielen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.